Wir befinden uns hier auf dem Flugfeld in Altramft und wir tragen hier die dritten Meisterschaften in Gespannflügen aus. Teilnehmer sind brandenburgische Gespanne aus Sachsen, Niedersachsen und grenzüberschreitend mehrere Polen führen ein Gespann des Bauern Korn aus Altramft. Rein. Ja. Dann braucht man die Richtung ja nicht vorheben. Genau. Jetzt vielleicht ein paar Bemerkungen zu den einzelnen Hindernissen. Ganz wichtig, überhaupt bei aller Arbeit mit Tieren, ist die Ruhe. Man sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und im Wald ist das teilweise auch von lebenserhaltender Bedeutung. So, jetzt geht's los. Das erste Hindernis, ein querliegender Stamm. Das Pferd muss drüber weg, das ist nicht schwierig. Unser kleines Gebirge am zweiten Hindernis muss überrückt werden, ohne diese roten Kegel zu berühren. Slalom, das heißt, man muss sich diese roten Kegel als Bäume vorstellen. Es darf keiner berührt werden, so wie jetzt. Er hat aber Glück gehabt, der Kegel ist stehen geblieben. In der Natur würde es bedeuten, an dem Stamm ist man hängen geblieben, die Borke könnte abgerissen werden und der Stamm trägt bleibende Schäden davon.
Jetzt die sogenannte Rückegasse. Also wir haben ja einen kleinen Wald aufgebaut, damit das Pferd auch die Erinnerung hat, irgendwie hat das hier was mit Wald zu tun. Da darf er auch nicht an der Seite hängen bleiben. Jetzt kommt der Punkt des Umspannens. Es gibt Möglichkeiten oder Hindernisse, wo man nicht nur in eine Richtung rücken kann, sondern auch den Stamm dann entgegengesetzt wieder weiterrücken muss. Das soll hier demonstriert werden. Eine kleine Gasse, wo es auf Augenmaß und gute Verständigung zwischen Gespannführer und Pferd ankommt. Geradezu zu dem nächsten Hindernis kommt. Man sieht, es ist schwierig. Über den Stamm muss das Pferd drüber weg. Der Rückenstamm kann verständlicherweise nicht darüber gerückt werden, sondern muss durchgequält werden. So, jawohl. Und jetzt wieder umfallen, sodass der Stamm durch das Hindernis durchrutscht. Ich höre gerade hier im Hintergrund, dass es sowas im Wald gar nicht gäbe. Kann ich beruhigen, es gibt noch viel andere Hindernisse im Wald. Liegendes Holz liegt teilweise auch wohl und nach problematischen Witterungseinflüssen wie Schneebruch und Sturmschäden ist teilweise sehr viel so querliegendes und auch hohlliegendes Holz im Wald vorhanden, mit dem unsere Rückeprofis zurechtkommen müssen. Jetzt wieder das letzte Hindernis, das Verladen. Das ist eher eine historische Disziplin. Darauf greifen heute die wenigsten zurück. Da wird vom Pferd jedes Kommando, das er auch relativ laut schreibt, gegeben. Ja, das war mit Schwung, aber trotzdem der Stamm liegt. Jawohl. Und man kann sich vorstellen, der Wagen hat auch nur eine begrenzte Breite. Und ganz schnell ist auf der anderen Seite wieder runter. Ja, bei dieser Seite. Ich habe einfach mal ein Gefühl, das war nicht mehr so gut. Den Höhepunkt des heutigen Tages dann auch noch sehr, sehr ordentlich über die Bühne bekommen. Der Sieger des heutigen Wettbewerbs im Gespannflügen heißt Harald Schüler. Ja, nochmal kräftigen Applaus für den Sieger des heutigen Wettbewerbs im Gespannflügen. Den Sieger natürlich, last but not least, und der heißt Jens Fangero. Herzlichen Glückwunsch. Den ersten Preis, Katalog, Urkunde, Schleife für die Pferde und den ersten Preis, ein Ferkel. Ja, bitteschön. Also hier scheinen eine ganze Menge Ferkel rumzulaufen. Gut, die nicht hier waren, die haben mit Sicherheit was verpasst, denke ich mal sagen zu können.